Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lupus Lab. Heute hier aus New York City. Ich stehe direkt vor One World Trade Center, dem größten Gebäude der westlichen Hemisphäre mit über 550 Metern Höhe. Direkt neben mir befindet sich das World Trade Center Memorial. Hier ist ja vor 23 Jahren ein riesengroßes Unglück passiert, ein terroristischer Angriff auf Amerika und die westliche Welt. Dabei sind die beiden Türme des World Trade Centers eingestürzt und hier hat man jetzt so ein riesiges Wasser errichtet, um den gefallenen Mitarbeitern dieser beiden Türme zu gedenken, der Opfer. Ja, wir werden gleich hier auf dieses One World Trade Center herauffahren. Da gibt es eine Besucherplattform und dann haben wir einen Blick über Manhattan. Ich bin hier im Rahmen einer Kreuzfahrt mal wieder, diesmal mit meinem Schiff. Und wir waren vorher in Cape Canaveral zum Beispiel, wo wir das NASA-Gebäude, das Kennedy Space Center besucht haben. Und auch in Miami, wo wir ein paar Alligatoren gesehen haben. Demnächst fahren wir noch nach Washington und dann gucke ich mir noch das Weiße Haus an. Alles klar, bis demnächst. Ciao.